Arzt die Formel 1 halb um den Zug gelenkt und aus der zweiten Kennzeichenstrafe kriegt. Ja, ja, das muss man halt jetzt sagen, Alter. Ob es noch renne? Ja, ja, das Renne, das wird jetzt nicht geschehen. 18 Runde. 18 Runde, stimmt. Sau lang, die Piste. 4,8 Runde, hatte wohl. Oh. Hä? Oh. Oh. Ah ja, gut, ja, ja. 8 Runde mit Weiche muss ich fahren. Ja, fahre ich auch. Ich bin ja auf Hatte raus. Ich bin ja mit Rad das Qualifying gefahren. Okay. Jetzt von mir aus kennen wir. Alles ist bereit. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Die Runde wach, ja. Da. Guck mal, Motor direkt ist auch am Start veranstaltet. Oh, schön, hier rollt die Startreihe. Ja, die hat's nicht so oft gehabt, weil. Ja. Meistens ist er auch nicht gut ausgegangen. Ja, na, so. Für mich. Aber meistens ist er nicht auf dem ersten Platz angestanden gehabt. Wenn's ja, schief gegangen ist. Saison war schon im Qualifying immer. Aber du kommst immer einfach besser weg. Ich fahr schon Rad an Rad. Oach! Wer fährt mir da hin und drauf? Ey! Der Rapper, der asoziale Pisser, der schiebt mich durch die ganze Kurve, ey. Ja, ja. Ich habe Abreise gelassen, weil ihr da geisteskrank die Kurve schneidet. Ja, ich konnte nichts machen, ich wollte dich hier dort vorbeiziehen lassen. Aber der Rapper, der hat dort vor mir, der hat mich... Ah, scheiße! Er hat mich angeschoben. Echte Fahrfehler genutzt. Oleg! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Dreh jetzt. Du! Ja. Das ja. Ist gut. Das Auto ist total unruhig, ja. Was ist, was so ja, los ja. ist? Du hast fast nicht mehr fahre. Diese Kurve ganz komisch. Ah, weil du... Ne, gut, du hast ja die Harte drauf. Ja. Och, 20. zurückgefallen. Ja, er ist mit dem Gesicht zur Mauer gestanden. Ja. Scheiße, so sollte Rennen nicht anfangen. Klasse Aktion, klasse Aktion. Na gut, ich wollte da die Kurve, die erste, wo er mich kassiert hat, ihr zwei, wollte ich auch nicht so nur inneren Bremse, weißt du? Das ist ja gefährlich. Ich wollte eigentlich Platz los, aber konnte nicht, weil der andere mich von innen durch die ganze Kurve geschoben hat. Ja, da der Psychopathe-Starter. Da hab ich schon abgebremst, weil ich hätte da weg geknallt. Ja. Gut, ist ja nochmal alles gut ausgegangen. Für mich schmutz du mir nicht. Schon nochmal gedreht. Ey, dieser asoziale Hügeberg, der bremst auf der Gerade direkt vor, ma. Cool. Mann, oh Mann. Bin ich extra hin am Gefahr langsam und dann bremst der aber aus unersichtliche Gründe. Ich da so ein bisschen WM-Comeback vor mir. Ja, ich war so langsam. Ich war gut vorankommen, bis die Hülkeberg dann kommen ist. Ihrem Scheiß Force India, der GRD verboten der Formel 1. Jetzt geht da gar nichts mehr.
Dann riecht man sich abartig auf. Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. So, jetzt gibt's bestimmt noch eine Strafe, weil ich Grosjean geschubst. Ja, super. So, ich grinne direkt das drauf. Ich fahre jetzt gleich das Auto an die Wand. Das stinkt mir aber. Können wir nichts machen. Zwei! Drei Runden. Oh, ich hab's abgefangen. Alter, was ist denn mit der Karre da los? Gell, die ist nur am Rumrutschen plötzlich. Das war eben gar nicht. Nur wegen der scheiß Tankfüllung oder was? Wahrscheinlich. Alter, ich krieg keine... Plus vier Runde Benzin haben mir die da reingejagt. Da hat der Högeberg eben gebremst. Sicher, der bremst nicht, der da. Ich kenn's auch, warum der da so gebremst hat. Würde mal gerne wissen, ob da einer Strafe gekriegt hat davon. Das kann nämlich nicht sein, das da. Oh, bleib doch stehen! Ich habe mich allein müssen wir noch vorne sitzen, ey. Das mache ich ja normal nur, wenn es wirklich eng wird, oder? Ach. Nee, du hast keiner zur Strafe in die Box kommen. Keiner. Also mal nur der Geiststrafe, das ist ja klar. Was zur Hölle ist mit diesem Auto los? Juhu, 23 da. Sah nicht hier so vielversprechendes Qualifying halt meistens nichts Gutes zu bedeuten. Nee, du hast vor dem Rennen gesagt, keine Strafen und Puppe zu kommen. Ja. Ja, es sind nicht nur die Strafe, es ist ja alles schief gegangen. Ja, alles hat ja nochmal gepasst, wie die Faust aufs Auge. Zweimal gedreht, immer weiß ich nicht warum, das zweite Mal, weil der der Högeberg vor mir einfach gebremst hat, wie ihr Bekloppter. Wäre ich ja gar nicht hinter dem Opfer gewesen. Meine Räfe, die gucken schon ein bisschen komisch darum. Ja, ich muss sagen, die hat es in Arno 5 Runde, sind die auch schon ziemlich bes aus. Ja, ja, ja. Aber irgendwas stimmt da nicht. Na, jetzt lässt er sich irgendwie besser fahren wie am Anfang. Ich glaube, es bleibt Bergsprit. Ja, aber ich muss. Kann nämlich richtig. Hinter einem Halt! Er ist der Müll! Ich weiß ja an, was mit der Karre los ist.
dasselbe wie Bär. Fitnessbär. Na, nicht mehr wie 3 Sekunden Vorsprung wegzufahren, also geht nicht. Aber jetzt hängst du da hin, da ist hast du ja zu überholen auf der Strecke da. Ja. Geht eigentlich kaum. Ich habe schon gemerkt, wie China da zwei Kurven war, wie asozial gefährlich das schon ist. Ja, das ist echt BS, vor allem der mittlere Sektor, das ist widerlich dort. Ja, deshalb war ich eigentlich froh, dass du Fahrfehler gemacht hast. Ja. Weil da kannst du sau schnell im Hine drauf fahren. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt. Oh, schau mal, der Hülkeberg, guck dir das an. Der fährt in der Kurve vor mir Schlangenlinie und bremst vor mir. Der muss eine Strafe kriegen, das gibt's doch nicht. Der fährt ganz an der Linie, der fährt Schlangenlinie, das ist Verbot. Ist vielleicht ein Führerschein abgeholt drin, weil er 8 Promille am Steuer sitzt oder so. Da das an! Gott sei Dank! Das war nicht, aber gewusst, du kleiner Huso, Alter. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft. Was? Leute, dieser Hülkeberg, ja. Alter, ekelhafter Mensch. Wer dann? Du bist so an da vorbei, du Schweinehund. Ja. Mach's mit der Pressstange, du kleiner Pisser, wenn ich abschieße, ist mal egal. Also langsam wird da mein Auto leichter. Kann ich fast 6 Sekunden Vorsprung. Schönes Überholmanöver. Gut gemacht. Oh leck, ich hab mich gedreht. Oh leck. Ja, ich weiß. Vierter, dritter, vierter. Das ist aber so schlimm auf der Strecke, da kann da so schnell was passieren. Ja, und der Frontspoiler verlor, ja. Na gut, dann muss ich auch gleich noch gewechselt drin. Frost ist an der Box. Frost an der Box. Fickt eure Mütter und sitzt sie in Brand. Geht das noch lang? Na, ne. Ich bin ja schon raus. Sorry. Vorteil. Sechster. Sechster, wer kommt so noch angefahren? Ich schnappe euch jetzt alle ganz hart. Papa, nein. Okay. Gangbang! Oh, direkt 3 Köhnen da vorne. Da wahnsinnige Finne da. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Boah, ich hatte Crit, Alter. Bin ich ein. Sau gefährlich, deine Mensch zu überholen. Ja, ja. Ah. Aber nicht der Hinsicht. Oh, so dummer Fahrfehler, ey, bin ich ein Pentop. Flügel, ich brauch Flügel. Ja,
Ich hab Red Bull kaufe. Mein Halbflügel. Ich schnapp als. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Okay, dein Vordermann scheint jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, Oh, Durchfahrtsstrafe. Oh, leck, Rainer, was ist nochmal mit der Renne passiert? Ich sah's hier, mir zwei vom Pol. Och, abgefangen. Endet im Desaster. Ja, ja, ey, gut, jetzt kann ich eigentlich, das war mein Fehler, weil ich Headset angezogen wieder. Ah. Achso, ich hatte schon gedacht, so leise war plötzlich. Nee, nee, das ist immer aus dem Zimmer geflohen eigentlich. Ja, ja. Okay. Ich hatte Strafe. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, du warst direkt vor mir, der hatte gesagt mal direkt, dein Vordermann hat eine Durchfahrtsstrafe, da nicht. Für was hast du Strafgrit? Oh, weil da Schleicher hatten da. Was weiß ich? Da nur weggeknallt. Ah, aber nicht wegen der Kollision da, also wo ich dir leicht drin gefahren bin da in der Erschkurve. Doch, das war die Kollision dort. Achso, ja, ja, aber nicht das mit mir, sondern das, die geführt hat vorher die Kollision dort zum Dreher, gell? Ja, ja, der Herr Button da, dem kann ich. Ja, ich bin dir leicht drauf, weil du hast mit in der Kurve gestanden, wie ich da drum bin. Oh, ich will. Wollte mich nichts machen. Halt nichts vor, wenn manche Menschen einfach Untermenschen sind. Du machst das klasse, push! Ja, und der dort Dreher, weil ich das Headset drin gemacht habe. Ich bin vom Gas gegangen, aber ich habe die Kurve vergessen. Asozial. Oh, ich wollte das Headset noch drin machen. Klar. Ja. Oh, ist nicht schlimm. Alles ist cool. Das ist geil, vor allem Codemaster. Ja, geile Strafe. Haben wir uns schon zufrieden gefreut über Strafeloses.
desasterloses Wochenende. Er war mein Fehler, die Strafe, muss ich halt da sagen, aber manche Menschen sind halt einfach. Vielleicht macht er einen Fehler, vielleicht knall ich nach einfach von der Piste. Der Lahmarsch. Bügel auf! Du hast einigen Gummiabrieb auf. Ja, grin ich ne. Ringet im Grip. Ah, ist er schon weg. Wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Denkt. Oh, das Rennen hätte ich müssen gewinnen. Hört mal, was in dem Ferrari so abgeht. Ja, das ist schon die Anfangsrunde echt ekelerregend. Ja, ja. Einiges ekelerregend. Gerade in 6 waren schon. Ja, ich hatte gerade rund vorher in 26 irgendwas und jetzt in 26 ins. Und jetzt bin ich 36.000 langsamer im ersten Sektor. Das in dem Business. Mit den Strafe, das müsste ich fürs neue Spiel überlegen, ob man das überhaupt inführen müsste. Ja. So geht's nicht. Siebter Platz. Du hast Platz 7 erobert. Ja, das mit der Strafe ist echt. Jetzt auf den härteren Reifen unterwegs. Er sollte langsamer sein als du. Du musst versuchen, eine Lücke herauszufahren. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Yeah.
liegt etwa 5 Sekunden vor dir. Setz ihn unter Druck. Du bist viel schneller als Maldonado. Push weiter! Oh, leck. Ich bin auf der Reka, ich bin auf der 8, dabei noch gerast. Schau, weil innerhalb von 2 Runden 8 Sekunden aufgeholt auf dem Maldonado. Jetzt zieh ich schon, also bin dicht dran. Ich weiß nicht, aber nicht, ob ich ihn noch drin. Weil das wird jetzt schwer im Sektor 2, das überhole und so. Ja. Oh, oh, vor allem, naja, Gott, jetzt Auto quer gestanden. Anschmisse vom Gas runter, ich glaube nicht, jetzt ist er weg, ja. Ja, der andere kann ich nicht mehr. Scheiße. Ah ja, siebter. Hamilton nochmal gut aufgeholt, der Drecksack. Mal nochmal auf absoluten Bestzeitkurs gewesen. 6 Punkte, gut gemacht. Manchmal ein bisschen mehr davon versprochen. Ja. Wir können doch froh sein, dass der ja nur Dritter war, ist eher der Hamilton. Ja, na gut, ich hätte das Rennen eigentlich gewinnen. Ja, das ist doch Rennen, das ist echt nicht so verlaufen. Ich glaube, wir kennen auch von uns, dass sich verhofft hat. Bei mir von vorne rinnen und bei dir. Ja, der Vettel hat auch ganz schön aufgeholt auch in der Weltmeisterschaft. Der ist ja auch nicht mehr so weit weg. Das stimmt, Alter. Die Mercedes, das ist das Team. Guck mal, die haben beide 59 Punkte. Ja. Ah, gut, ich. Na, scheiße. Ja, das Rennen muss man abhaken, ey. Oh, leck, das war so kacke. Ich meine, er ist der Karre so gut gelaufen am Schluss, nur in der ersten zwei Runde. Ja, ja. Konnte ich super mit dem Ding umgehen und ja. Ja, ich hatte halt noch so eine Straße noch, sonst wäre das eh anders verlaufen. Und da nicht mal noch das Headset drin, ich bin halt da. Es war halt viel meine Schuld, da war dabei. Hätte man auch gerne eine bessere Position vorstelle, ehrlich, vom ganzen Verlauf, vom Qualifying und so. Knapp.